Hallo, ich bin Eschak, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt von mir, nämlich The Talos Principle 2. Tja, ich habe damals auch den ersten Teil sehr ausgiebig gespielt, muss ich sagen. Zunächst die normale Steam-Version und später auch VR. Ja, da wurde man natürlich richtig reingezogen, das Szenario. Wirklich top. Also es ist ein Rätselspiel, so viel sei schon mal gesagt. Also ähnlich auch wie Portal. Tendenziell laufen ja Rätselspiele bei mir auf dem Kanal eher nicht so gut. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich noch nicht so viele gemacht habe, zumindest nicht auf dem Kanal. Auch den ersten Teil habe ich nicht als Let's Play veröffentlicht. Nichtsdestotrotz wage ich mich an den zweiten Teil. Ja, den möchte ich jetzt gerne aufnehmen und ich werde sehen, wie es läuft. Werde erstmal so 2-3 Folgen so pro Woche veröffentlichen und dann sehen, wie die Resonanz dabei so ausfällt. Ja, das Spiel ist von Crow Team, so wie auch der erste Teil. Und das hat mich damals wirklich total geflasht, weil die haben ja ursprünglich Serious Sam gemacht, ne? Und Serious Sam ist ja nicht gerade so für seinen geistigen Tiefgang berühmt, dieses Spiel. Das ist quasi eine Schießbude, wenn man so möchte. So mit, Retro-Einschlag kann man sagen, ne? Also so ähnlich wie Doom, halt sehr schlicht und ergreifend. Also die ersten Doom-Spiele auch waren, ne? Man ballert sich durch irgendwelche Gegnerhorden und das war es im Grunde genommen schon. Ja, schon ist das Spiel erklärt. Das ist hier ganz anders. Hier muss man wirklich durch mehrere, also so ähnlich wie Portal kann man sagen. Ne? Und sehr komplex irgendwann, also zum Ende hin werden die Rätsel immer knackiger, wobei man das gar nicht merkt zunächst. Das ist ja das Faszinierende. Die Lernkurve ist nämlich total flach, also das wird nach und nach, wird man mit immer mehr Funktionen und Mechaniken konfrontiert. Und das Spiel ist nicht nur deswegen, sag mal, für seine Kopfnüsse fordernd, sondern eben auch für seinen philosophischen Ansatz berühmt, weil man wird eben mit vielen philosophischen Fragen konfrontiert. Ich weiß nicht, wie das hier gelöst ist, also im ersten Teil war es ja immer durch einen Computer quasi und da konnte man sich mit einem Gegenüber unterhalten, sage ich mal, mit einer KI und die hat einem bestimmte Fragen gestellt und die hat man beantwortet und hat man gewisse Antworten bekommen oder auch nicht bekommen. Vielleicht hat das dann auch dann und wann oder meistenteils mehr Fragen aufgeworfen. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, wie das hier gelöst ist, das Ganze. Also wir sind ein Android, so viel kann man schon mal sagen. Wurden von Elohim wahrscheinlich erschaffen, das ist unser Gott, wenn man so möchte. Und irgendwas ist da passiert, also ich weiß auch nicht mehr genau, was im ersten Teil. Ich habe das nie bis zum Ende gespielt, das muss ich dazu sagen. Das habe ich mir jetzt aber für den zweiten Teil vorgenommen. Den ersten möchte ich auch noch beenden, aber da gibt es ja irgendwie Querelen da mit Meta und so weiter. Na, gehört ja leider nicht mehr zu Oculus da. Ja, alles ein bisschen schwierig, ne? Deswegen konnte ich den jetzt bis jetzt noch nicht weiterspielen. Muss mal sehen. Oh, jetzt wird hier gebohrt, höre ich gerade. Oh, das ist mein Rechner, der explodiert. Nein. Ey, ich hoffe mal, ihr hört das Bohren nicht gerade. Das ist immer so, wenn ich ein Let's Play aufnehmen will, dann geht das schief. Nein, egal. Mir egal jetzt. Das Spiel finde ich jetzt erstmal viel wichtiger als alles andere. Und ja, wie gesagt, ich werde erstmal versuchen, so ein paar Folgen pro Woche zu veröffentlichen. So 2, 3. Und je nachdem, wie es läuft. Ne? Laufen ja auch noch andere Projekte. Ich habe so viele Projekte am Laufen, Leute. Wahnsinn. Also es läuft ja auch noch Lords of the Fallen. Also zumindest die Bosskämpfe und so habe ich mir vorgenommen hochzuladen. Wenn ich schon kein Let's Play dazu mache, ne? Weil Reden und das fordernde Spiel sind schon so ein paar Sachen. Ein anderes Paar Schuhe, ne? Und ja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen einfach mal an. Liegen wir los. Ja, hier habe ich schon mal ein bisschen das erste Gelände kennengelernt, weil ich muss erst mal sehen, wie das Spiel läuft. Aber das werde ich jetzt löschen. Dann will ich wirklich direkt von vorne anfangen. Wo ich da noch nicht wirklich viel gemacht habe, wollte halt nur sehen, wie es halt läuft. Und es läuft ganz gut, muss ich sagen. Aber ich habe auch eine relativ potente Hardware hier am Start, also ja. Gut, neues Spiel. Wir starten. Der Prophet gilt nichts im eigenen Lande. Ich hatte stets das Gefühl, dass ein Mensch nur von einem anderen Menschen gerettet werden könnte. James Baldwin.
starte Firmware. Firmware funktionstüchtig. Lade autonome Parameter, Version 1.08 geladen, Systemüberprüfung genehmigt, starte Speicherbank. Starte autonomen Prozess. Bereit. Ja, kann mich schon bewegen. Sehr gut. Ja, wie ihr seht, ne? Läuft doch ganz annehmbar. Child, you are risen from the dust and you walk in my garden. Hear now my voice and know that I am your friend and I am called Elohim. Na, wie auch im ersten Teil war es Elohim, das übergeordnete Wesen, unser Gott, unser Erschaffer. Und der testet uns quasi, ne? Soweit ist mir die Story noch bekannt. Wofür auch immer. Zum Sprinten, ne? Okay, Sprinten ist auch wichtig. Ja, die Grafik ist ganz hübsch. Ist die Unreal Engine 5.2, also in ihrer aktuellsten Iteration. Sehr, sehr cool sieht das alles aus. Aber ist jetzt auch nicht, ja, weltbewegend, sage ich mal. Der erste Teil sah auch schon hübsch aus. Also wenn man den ersten Teil kennt. Aber guckt euch mal die Details an hier. Der Texturen alleine, ne? Und auch hier, das ist mir auch aufgefallen bei meinem Test. Dieses Relief. Ja, hat den Strukturen natürlich, die Hieroglyphen. Das sind wirklich Reliefs. Also es ist keine aufgeklebte Textur oder sowas. Ja, das ist alles Tessellation. Wahnsinn. Oder Nanites, ne? Ja, so funktioniert die Unreal Engine 5. Dadurch kann man sehr viele Details darstellen und die laufen dennoch flüssig. Gut, machen wir mal weiter. Das ist der erste Raum. Hier wurden wir erstmal begrüßt, empfangen. Ja, hier gibt es anscheinend nichts weiter. Gehen wir. Wir können hier durchgehen, wunderbar. Gucken wir uns mal hier oben. Soweit der erste Teil, sag ich mal. Hier hat man so direkt das Gefühl wie damals. Was haben wir hier? Ein Störsender, okay. Ja, damit können wir, das kann ich schon mal jetzt sagen, ne, weil ich das noch kenne aus dem ersten Teil, gewisse Kraftfelder stören. Dann hier können wir, glaube ich, nicht durch. Ne? Das sieht ein bisschen anders aus als das hier. Wobei diese Kraftfelder auch verhindern sollen, dass wir irgendwelche Dinge mitnehmen in andere Räume oder so. Ne? Das wird dann gelöscht. Kannst ja mal vorführen. Hier war das Ding. Man kann nachher auch die Zeit zurückspulen und sowas. Ne? Das ist total irre, was man da für Möglichkeiten hat. Also man kann sich selber dann nochmal erschaffen sozusagen. Und also ja. Naja, ihr werdet es denn sehen. Seht ihr? Schon wurde es gelöscht. Oder was ist gelöscht? Nee. Es wird einfach abgestellt. Ich kann es halt nicht mitnehmen, ne? In den nächsten Raum. Jetzt könnten wir einen so einen Störsender durch das ganze Spiel bewegen oder so. Das soll das natürlich verhindern, ne? Wunderbar. Können wir jetzt leider nicht mitnehmen. Ne? Gibt es auch keine Möglichkeit. Hier können wir einfach durch. Die Musik ähnelt auch sehr dem ersten Teil. Das ist, glaube ich, dasselbe. Dieselbe Musik. Also annähernd dieselbe Musik auf jeden Fall. Hört sich fast genauso an. Aber ja, man soll sich auch direkt wieder heimisch fühlen wahrscheinlich. So, das ist das Hexaeder. Und das ist unser Companion Hexaeder. Ja, kleine Anspielung. Ja, das ist auch sehr komfortabel gemacht. Ne? Jetzt wird direkt angezeigt, wo wir das hingestellt. Also eigentlich können sie doch für VR wieder. Ja, vielleicht erscheint es auch für VR. Müssen wir dann nochmal holen? Ich weiß es nicht, Leute. Auf jeden Fall ist das cool, in VR zu spielen. War ein bisschen fummelig. Aber hier seht ihr, hier kann man einfach die Leertaste drücken, man springt drauf. Ne? Also ist ganz cool gemacht. Ist nicht mehr so frickelig wie beim ersten Teil, obwohl es ist. Ja. Dass man dauernd drüber springt aus Versehen oder so, ne? Gut. Gehen wir weiter. Soweit so klar. Schön auch die Spiegelung, ne? Aber Licht soll sich wohl nicht spiegeln, also irgendwelche Lichtschranken oder so, die werden wohl nicht gespiegelt. Aufgrund der fordernden Hardware. Fordert wohl zu viel Ressourcen, sagen wir so. So, hier können wir jetzt durch. Das ist hübsch, war diese Lämpchen hier.
Öllampen oder sowas? In Schlangenform? This land is but a dream. You will stay here only for a little while. Soon you will awaken in a new world. But first, you must undertake the trials of initiation. They will help me prepare your vessel. Aha. Ich dachte, wir haben schon. Also unser Körper ist unser Gefäß. Ah. Do not be afraid of these dream figures and their messages. They are merely aspects of yourself. As am I, after a fashion. Ja, als unser Schaffer, ne? Ganz klar. Ist ein Teil unserer selbst. Ihr seht schon, ne? Geht langsam los hier mit der Philosophie. Ich muss die Werkzeuge schmieden, mit denen die Menschheit die Welt wieder aufbauen und in das Eden verwandeln wird, das sie nie war. Der Schmied. Ach ja, herrlich. Man fühlt sich direkt wieder wie zu Hause, ne? Also fast. Bis auf die Hieroglyphen und so. Ne? Den Sand. Ne? So, was haben wir denn hier? Aha. Die Teile müssen wir anordnen, also Tetris-like so ein bisschen, ne? Und erst dann öffnet sich die Tür. Aber zunächst müssen wir die Teile uns auch erspielen. Das ist wieder anders als bei Tetris, ne? Da haben wir ja die Teile schon, müssen sie nur anordnen, richtig? Hier müssen wir sie erst erspielen. Und hier ist sogar noch ein Tor. Was? So viel müssen wir machen? Okay. Können wir uns aussuchen, ne? Entweder erstmal die oder die, oder was? Das sind dieselben Teile. Aha. You may linger in my garden for as long as you wish. But remember, my child, that the new world awaits you. And this place is only a dream. Traum. Hier sind drei Türen sogar. Zieht das erstmal. Aha, jetzt wird es auch oben eingeblendet. Und die werden dann abgehakt, die werden dann, jetzt sind sie ja nur umrandet, die Teile, ne, da oben links. Und die werden dann ausgefüllt, wenn wir die dann gefunden haben, nehme ich mal an, ne? So ähnlich wie im ersten Teil, genau, so weit der erste Teil, ja. So, okay, hier geht es erstmal nicht weiter. Saugen wir mal die Atmosphäre uns auf. Leider bewegen sich die Wolken nicht, die sind nicht dynamisch hier im Spiel. Finde ich ein bisschen schade, weil das finde ich immer glaubhafter, wenn sich die Wolken bewegen. Aber gut, es ist ja nur ein Traum hier. So viel wissen wir ja schon mal. Das ist also nur ein Holo, nehme ich mal an, so wie ein Holodeck vielleicht. Mal gucken, wo wir denn landen. Das hier ein Traum ist, wir hier nur kurz verweilen sollen, aber so kurz scheint mir das nicht zu sein. Machen wir erstmal die. Oder die oder die. Was ist denn hier die richtige Reihenfolge? Gibt es überhaupt eine richtige Reihenfolge? Oh Mann, diese Fragen. Also, machen wir das zuerst. In Reichweite. Das Teil ist in Reichweite. Achso, das will uns nur sagen nochmal. Okay. Oder Hexaeder aufstellen. Jo, kann hier durch. Jetzt müssen wir nur rankommen. Haha. Ohne Hexaeder geht das nicht. So hoch kann er nämlich nicht hüpfen. Sehr gut. Wir brauchen das Hexaeder dazu. Zum Glück haben wir ja zwei. Achso, ich kann ja doch rauf. Ups. Ich kann auch normal raufspringen, wenn ich möchte. So. Das haben wir jetzt schon. Das war's. The shapes you are collecting are not mere toys. They are symbols of the process by which our people were created. Obwohl die Rätsel sehr simpel sind, aber macht trotzdem sehr, sehr viel Spaß schon jetzt. Man ist schon voll drin, ne? Ah, herrlich, ein schönes Spiel. Der erste Teil auch, also kann ich wirklich heute noch empfehlen, auf jeden Fall, auch technisch. Ist ja immer noch ganz gut zu ertragen, sag ich mal, ne? Ah, hier die Beleuchtung natürlich, ne? Also geil. Also da, wo es dunkel sein soll, ist es auch dunkel. Natürlich cool. In der Unreal Engine. Da ist ja immer ein bisschen Raytracing dabei. Aha, hier sind. So, kommen wir da rauf. Kann ich das nehmen von da aus? Nee. Achso, ich kann es ja einfach so rüberschmeißen. Brauche ich denn mehr hier? Vielleicht. Manchmal weiß man es noch nicht, was man alles brauchen wird. Man sollte alles immer mitnehmen. Aha.
Okay, das geht nicht. Dann versuche ich das mal von der anderen Seite zu greifen. Das finde ich jetzt schon komplexer als das andere. Dann fange ich aus ran. Nee, das reicht nicht. Das ist mal eine Art Treppe bauen. Ach, die stehen direkt dann übereinander. Jetzt verstehe ich das. Ja, das ist ganz cool gemacht, ey. Super. Oh, schon der nächste Teil. Wo geht's da hin, Leute? Da ist doch noch eine Wildnis. Da ist doch noch was zu erkunden. Ich habe maximale Sichtweite eingestellt, also. Boah, guck mal hier. Herrlich, oder? Wenn das Licht einfällt. Das ist halt nicht nur so ein optisches Gimmick, das fällt da wirklich ein, das Licht, ne? So wie man sieht. Hammer! Also optisch ist es ja, also gerade wenn man so die Details wahrnimmt, ne? Wahnsinn. Okay. Genug gestaunt. Weiter geht's im Text. So, und das L. Das L, genau. Würfelstufen. Nochmal Würfelstufen. Achso, ist immer ein Thema. Ja, das ist ein kleiner Hinweis immer, ne? Jeder Raum hat so sein Thema und das... Ja, wie gesagt, da wo es dunkel sein soll, ist es finster. Haben leider keine Lampe dabei. Ach, das ist da oben. Seht ihr das mal? Die stehen immer direkt übereinander. Man kann das nicht so anordnen, wie man möchte. Ah ja, ja, ja. Jo, dann passiert das. Ja. Dann müssen wir das eine Teil... müssen wir hier schon eine Würfelstufe machen, oder was? Aber gut, man kann sehr weit springen, sehe ich gerade. Das ist ziemlich nah dran. Vielleicht geht das ja. Das geht ja. Schlicht und ergreifend. Well done, my child. Ja, Papa. Du sollst ja stolz auf mich sein. Ach, sieht der Hammer aus, oder? Sieht künstlich aus, ne? Das muss man sagen. Also sieht noch nicht. Also den Fotorealismus haben wir noch nicht erreicht. Man sieht, dass es künstlich ist, alles, ne? Auch wenn es hübsch aussieht. Oh, hier kommt es langsam ins Straucheln hier, die. Oh, das läuft nicht mehr so mit 60 Bildern. Leute, Gras wird dann wirklich so weit dargestellt, wie es dargestellt werden soll. So, okay. Wenn man das so eingibt. Ich habe es mir ausgesucht. Na, ich kann ja immer noch mit den Einstellungen herumspielen. So, eins haben wir ja voll. Okay. Das qualifiziert uns, um das hier freizuschalten. Also farblich halt kodiert entsprechend, ne? Siegel wählen. Hä? Achso. Mach ich ja. Drück ich. Ging das nicht mit dem Maus? Nee, irgendwie geht das gerade nicht. Ups. Ich lehne ins Menü. Das wollte ich nicht. Anordner benutzen. Gedrückt halten oder was? Irgendwie klappt das gerade nicht, Leute. Oder? Ach, das ist einfach so klein. Ja, aber ich habe ja 4K-Auflösung oder das an einem 1080p-Monitor. Da muss man sich dann nicht wundern, ne? Kann man das auch drehen irgendwie? Ja. Na, Gott sei Dank. Und das klappt so nicht. Ah, nochmal zurück. Ja, das war schon richtig. So. Ja, die Puzzle muss man dann umdrehen noch machen. So, hier haben wir jetzt die gelben. Ja, das ist das Äußere, ja klar. Wollte bloß umgucken. Gut. Sind das viele jetzt schon, oder? Jo. Ja, können wir uns aussuchen. Mal lang gehen, mal sehen, ob
schon neue Maschinen eingeführt werden. Statischer Druck. Jo. Denn der fehlt jetzt natürlich zu, die Schranke, ne? Ach, guck mal hier. Hier haben wir schon, genau, eine neue Maschine. Wo ist das Teil eigentlich? Ach, da oben, ja klar. Wo auch sonst, ne? Kann ich das erreichen schon? Mhm. Und er versucht ran, geht dann automatisch ran und, ja, verstehe. Aber das hat natürlich auch ein Gewicht. Wir können ihn nämlich mitnehmen. Genau, da drin brauchen wir die ja nicht mehr. Weiß ich auch bloß aus dem ersten Teil, ne? Ich mich teilweise auch. Dann ausprobiert so, ne? Und dann habe ich dann erstmal gesehen, dass man die Teile mittransportieren kann. So. Na, wie hoch schwebt denn das überhaupt? Das müsste schon reichen. Ja. Kann man mit dem Teil springen? Ja. Wunderbar. Perfekt, Leute. Das war's schon. Sprinten wir mal hier durch, ne? Rasen wir hier durch. Das sind ja wirklich nur die einfachen Geschichten hier. Windiger Tag. Dabei ist hier windstill annähernd. Hier ist windstill. Hier bewegt sich nichts. Nicht ein Grashalm. Aber das werden wir jetzt ändern. Aha, hier haben wir nämlich noch einen Ventilator versteckt. Ja. Damit geht's hoch. Was ist denn das eigentlich? Kann man den nehmen? Lass mich raten, das ist zu hoch, ja. Wir brauchen den Ventilator. Gut, den müssen wir mitnehmen. Oh. So, na dann machen wir das doch. Juhu. Der Automat... der ist verbunden irgendwie mit dem anderen Schalter. Na, ist egal. Hup. Na, hätte ich auch einfach machen können. Very good. Danke, Eluin. Ja, den ersten Teil hatten sie noch lokalisiert. Der ist vollkommen, glaube ich, ne? Doch. Ich glaube, der ist deutsch, ja. Das ist voll eng. Ja, genau. Das ist die Teile, die wir haben. Das ist auch sehr nützlich. Das wird dann abgekreuzt. Also wer auch immer das macht. Wie von Geisterhand. Das ist dann abgekreuzt. Ja, noch ein L. Einzelspaltexperiment. Achso, das schiebt mich. Das schiebt mich. Ah, jetzt haben wir hier schon den ersten Laserstrahl. Boah, den können wir auch. Oh Gott, was ist denn hier? Das ist schon komplexer jetzt, ne? Also ja, die Räume werden immer größer und komplexer. Natürlich auch. Manche Rätsel erstrecken sich auch über mehrere Räume hinweg. Da muss man dann irgendwelche Strahlen richtig anordnen. Da sind dann bloß ein paar Spalte in der Wand oder sowas, ne? Mhm. Moment, hier können wir irgendwas aktivieren. Dann wird der Kuh, das Hexa-E darüber geschossen. Das ist ja kein Kubus, das ist ja ein... Da ist ein Schalter, ja, ich sehe das schon. Na gut, sollen wir da rüber, ja. Die schalten wir mal ein. Na, da ist er schon. Sehr cool. Ah, das wird hier auch verdeutlicht. Das ist natürlich sehr praktisch. Dann weiß man, was man angeschaltet hat. Gerade bei komplexeren Rätseln kann das dann wirklich sehr nützlich sein, wenn man dann jetzt eine kleine Orientierung kannst. So, jetzt können wir hier den da vorstellen und den Strahl blockieren. Ne? Ja, jo, das blockiert. Oh, sofort. So, jetzt komplexer als es ist. Manchmal ist es tatsächlich so. Dass es in Wirklichkeit gar nicht so komplex ist. So weit haben wir nie ein schönes. Kennt man das aus Tetris, ne? Also sie sehen wirklich genauso aus. Was war das jetzt? Oh, jetzt habe ich wieder nicht hingeguckt. Irgendwann eine Vorrichtung.
Also hier wird was blockiert. Kann man nicht da hinten? Wie kann man den eigentlich einsetzen? Stören? Ja. Dann steht Stören da. Das geht auch. Jetzt haben wir gleichzeitig zwei geöffnet hier. Einmal hier durch das Gewicht von dem Störsender und da das Feld mit dem Störsender. Wo führt uns denn der Weg hier hin? Also das war schon richtig. Da ist noch ein Störsender. Ah, können wir da rein? Den holen die. Brauche ich den Störsender? Muss ich ihn mitnehmen? Ja, das ist dann und wann auch der Fall. Ich sollte ihn wahrscheinlich mitnehmen, ja. Gut. Jetzt bräuchte ich noch einen Störsender. Wie war das? Ich bin Experte, was den ersten Teil angeht. Ne, warte mal. Stören, genau. Muss man auch genau drauf zeigen, ne? Das, ja. Okay, also hier kann ich noch nichts machen, dann muss ich erstmal weitermachen. Den kann ich erstmal nicht mitnehmen, so. Den kann ich aber auch nicht mitnehmen. Wird abgestellt. Aber guckt mal hier. Stören. Ah, der zeigt. Ah, okay, okay. So geht das, alles klar. Ich glaube, das war ein bisschen anders. Bisschen fummeliger im ersten Teil. Quatsch, was mache ich denn jetzt? Oh, können wir den rausholen da, ne? Komme ich ja nicht durch. Komme ich nicht durch? Ne? So, ach, der stört jetzt das Feld, ja. Ich wollte dahinter stören, aber das geht ja auch nicht. Das geht ja mir zu, okay. Ah, das ist schon ein bisschen komplexer hier. Wie geht das hier? Achso, das ist nur oben zeigen, okay. Der stört das hier, ne? Richtig, ja. Was ist denn hier eigentlich noch alles? Aha. Ich hol mal jetzt den hier. Aber ich glaube, ich kann nicht da durchstrahlen, ne? Das geht, glaube ich, nicht. Doch. Doch, oder? Na, werden wir gleich sehen, ob das geht. Ja, es funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er da durchstrahlen kann. Okay. Für den anderen kann ich aber trotzdem noch nicht mitnehmen. So, dann strahlen wir das Teil an. Zweiten noch haben, ne? Weil den können wir hundertprozentig. Sollen wir den nehmen? Ich weiß noch nicht wofür, aber ja. Muss ja das Ding eigentlich nur eigentlich wofür? Genau. Ist die Frage, ne? Ich brauche nur das Teil hier zu stören. Schon bin ich da. Also, ja. Excellent. Ja, ich hab's jetzt komplizierter gemacht, als es eigentlich war. Oh Mann. Sind ja noch die ersten Rätsel hier, ne? Hier wird man noch nicht vor große Herausforderungen gestellt. Aber das wird sich ändern. Sind das alle schon? Ja, alle die gelben. Gelb, gelb, gelb. Mehr Siegel? Moment. Gelb nicht alle? Ja, Quatsch. Gelb war ja außen. Ja, da war ja was. Genau. So, Lille.
Das funktioniert nicht hin. Das sehe ich jetzt schon. Nee, warte mal, die muss ich mal legen, ja. Ich habe mit den Puzzlen mehr zu tun als mit dem mit den eigentlichen Rätseln. Das war schon. I am proud of all my children. Aha, out of a world of ruins they have built a new Jerusalem. And there your brothers and sisters await you to celebrate your birth. Ich vermute mal, dass Elohim ja auch nur eine KI ist. Ne? Dass es gar keine Menschen mehr gibt. Also man hat irgendwie immer Audiobotschaften. Nee, das war auch auf Englisch. Ja, stimmt. Jetzt kann ich mich, also jetzt, wo ich mich entsinne da oder mich daran erinnere an diese Audiobotschaften, die waren alle auf Englisch, ja. Hm, stimmt. Oder? Ja, die Audiobotschaften auf jeden Fall, die waren auf Englisch, das weiß ich hundertprozentig. Aber Elohim, glaube ich, hat sogar Deutsch gesprochen, oder? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das wisst, das interessiert mich mal. Ich probiere einfach nochmal das Spiel. Bring den ersten Teil zu Ende. So, na ist ja wurscht, jetzt wo ich anfange. Oh, jetzt wird's komplex, jetzt ist los mit Lasern. Grundlegende Verbindung, okay. Was sagt denn die Zeit? Das Video soll auch nicht zu lang werden. Nur ein bisschen können wir noch. Ein bisschen noch. Macht gerade Spaß. Ich bin gerade im Flow. So, was haben wir denn hier Schönes? Okay, der muss hier hin. Und dann? Was öffnet er? Ah, er öffnet dann das Feld. Glaube ich. Hoffe ich. Also müssen wir den Strahl jetzt hier überall durchleiten. Ist das schon so komplex, ja? Den können wir einfach mitnehmen hier. Genau, der leitet den nämlich um, den Strahl. Das ist eine Art, ja. Enchanter Collector. Und der leitet den auf jeden Fall um. Ich kann die jetzt verbinden, ne? Genau, so war das. Das ist wirklich angenehmer gemacht, die Steuerung. Also richtig nett. Kann man jetzt alles mit der Maus machen. Anwählen, jo. Genau. Müssen wir nicht noch einen haben, ne? Das ist der hier. Stimmt. Jo, das muss ich nicht mehr. Da verbinden und da. Macht er das jetzt? Habe ich das verstanden, ja? Ich habe die Steuerung verstanden. Was? Irgendwas passiert. Huch. Ja, deswegen ist hier so ein, damit man das nicht stört, wenn man durchläuft. Kann man da sterben? Nee. Kann man damals auch nicht. Aber man kann es stören, auf jeden Fall, ja. Das hat sich auch nicht verändert gegenüber dem ersten Teil. Okay. Sehr schön. Ist mir so geil. Oder auch nicht. Ja, unangenehm. So, na, hier gibt es auf jeden Fall mehr zu tun, ne? Es waren ja mehr Teile. 5, um genau zu sein. 4 haben wir noch. Prismenbeugung. Oh Gott, jetzt geht's ja ab hier. Ja, was passiert, wenn man Licht bricht innerhalb eines Prismas, ne? Ah, das sind seine Spektren aufgebrochen. Wird aus weißem Licht plötzlich lauter. Ja. Wird's bunt, sagen wir so. Guckt euch den Regenbogen an. Na, bestes Beispiel. Für Prismenbrechung. So, Lichtbrechung. Okay. Da geht das lang. Da ist der Laser, den wir dafür brauchen. Ist schon verbunden. Okay, das ist nett, dass Elohim für uns schon eingerichtet hat. Naja, ist ja unser Vater. Der will nur unser Bestes. Was war denn das da? Ach, das war dann der andere Raum, ne? Gott. Das ist zu viel des Guten. Was ist denn das eigentlich? Das ist auch ein Feld, ne? Hm, das geht nämlich dann zu. Verstehe. Müssen die offen sein? Nö. Ich glaube nicht, wenn ich das...
Das. Und hinstellen. Na, nicht ganz. Das Feld ist so ein bisschen im Weg. Achso, den muss ich ja neu verbinden. Okay. Na gut. Eins. Könnt ihr auch das verbinden, nur ist eigentlich wurscht. Also hier richtet sich das dann doch schon eher an die Experten, würde ich sagen, das Spiel, weil wer mit dem Spiel vorher noch gar nichts zu tun hatte. Achso. Achso, er löscht es dann immer wieder. Das müsste gehen, ja. Na, also. Der kann es ja nicht kennen, ne, diese Lichtstrahl, also diese, wie die funktionieren und so, dass man die so gut verbinden kann miteinander. Das ist das Unendliche quasi, ne? Na, das kann richtig ausufern mitunter. Diese Verbindung. So, gehen wir mal weiter. Ach so, war hier noch irgendwas? Ne, ja, Quatsch, da waren wir ja. Ach, das macht echt Laune, ey. Das ist genial, diese Atmosphäre, ich liebe es. Aber es ist leider nur eine Illusion. Obwohl, das andere war ja auch alles eine Illusion, glaube ich, ne, vom ersten Teil. Zerstörische, was stand da? Ich habe ja eine Erste. Ich gehe nochmal raus. Sag mal nochmal bitte, wie das hier heißt. Das macht er. Interferenzen. Aha. Also ich soll jetzt für eine Interferenz sorgen, oder was? Nö. Nö, ich soll es öffnen. Warum ist denn da noch ein Tor eigentlich? Ach, hier sind zwei Teile drin. Jetzt sehe ich das erstmal. Nee, Quatsch, hier ist nur das. Ja. Na, was heißt nur? Das brauchen wir ja auch. Wir brauchen zwei. Ach so, die können sich hier kreuzen. Ich verstehe. Die Mucke ist cool. Wo ist denn hier? Ach, das ist der rote. Hm, das ist ja soweit. Stell mal hin. So, rot haben wir. Jetzt brauchen wir noch blau. Ach so. Ja, ich verstehe. Aber ist ja egal, ich muss erstmal hier ran. So, jetzt? Was ist das jetzt? Quatsch, ist ja wurscht jetzt. Blau. Blau, rot. Naja, den brauchen wir jetzt für das Rote. Können wir umleiten. Warte mal, ich kann ja den nehmen dafür. Ah, dann kann ich da durchleiten. Hm, den anderen mache ich außen rum. Könnt ihr mir noch folgen? Ich weiß nicht. Geht das? Geht. Ginge. Es ginge. Den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Psst. Achso. Hä? Ah, ja, ich verstehe, ich verstehe. Dann nehmen wir den mal weg hier. Was ist denn der rote? Der ist ja hier, ne? Ja. Den müssen wir nämlich jetzt so rumleiten. Mike jetzt den an. So Quatsch. Zack. So, na also. Das war schon. Auf jeden Fall funktioniert es. Das ist ja das Wichtigste, ne? Dass man das Teil kommt. Sehr gut. Das nächste. Wie haben wir noch? Was sagt die Folge? Ja, allmählich. Und jetzt noch komplexer wird. Zwei Farben, zwei Türen. Zwei Farben, zwei Türen. Ja, das passt doch, oder? So, was ist hier? Ach, hier ist der Buchstabe schon. Buchstabe, sag ich schon. Symbol. Können wir ja eigentlich ins Wasser? Ja. Wir können
können baden. Bei der Wärme bietet sich an. Also es mutet sehr warm an. Fühlt man so gleich irgendwie behaglich und warm. Anders als das Wetter draußen. So, also den müssen wir erstmal... Wir brauchen einen Kubus dafür, sagt das Spiel. Brauchen wir den? Wir müssen noch eine Tür öffnen, oder? Oh, wo kommt der Strahl her? Ach so, ja, wo kommt der Strahl her? Genau. Da. Der andere muss da durch. Verstehe, ich verstehe. Oh Gott. Zum Glück ist hier noch so ein Teil. Ein Connector, genau. Der Connector, der sorgt für Connection. Hier sieht es so aus, könnte man da hin, ne? Aber das ist ja eine Mauer. Und durch Gitter geht's, glaube ich, nicht. Ich probiere das einfach mal. Ne. Wollte ich nur mal testen. Jo, das wird hier so eine Sache, weil die überschneiden sich ja dann nicht. Deswegen brauche ich den Kubus. Jetzt verstehe ich, da ist ja ein Kubus drin. Hexaeder, meine ich. Weil ich muss den einen dann da drauf stellen und ja, so eine ähnlichen Rätsel habe ich dazu Genüge gemacht. Deswegen weiß ich das natürlich noch. Im ersten Teil. Zack. Achso. Warte mal, warte mal, warte mal. So, dass es auch sichtbar ist hier. So. Ja, ist sichtbar. Ah, oh, es kitzelt. Ja, wir haben ihn. Wo ist er da? Sag doch mal was, Elohim. Lob mich. Lob dein Kind, damit es weiterhin motiviert ist. Das Kind fragt sich bisher noch nicht, warum es das hier alles machen soll. Naja, wir wollen ja gerne diese andere Welt sehen, ne? Oder die wirkliche Welt, wie es scheinbar aussieht. Wenn es denn die wirkliche Welt ist, das wissen wir auch nicht mit Bestimmtheit, ne? So, hier haben wir wieder einen Kubus. Hexaeder. So. So. Muss ja nur die Seiten betrachten, ne? Also ein bisschen mehr als beim Kubus. So. Was können wir denn hier machen? Ah! Ach so. Den Ventilator habe ich dezent ignoriert. Kann ich nicht stören? Moment. Klar. Ich will es stören. Ist das nicht ein Stör... Ah, das ist kein Störsender, Mensch. Das ist ein Connector. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay. Ihr habt es bestimmt schon längst erkannt. Brauchen wir das Ding hier. Achso, mach mal einen Kabelschalter. Ich muss den ausmachen, vorher kann ich nicht greifen. Ich verstehe, aber reicht das? Achso, jetzt muss ich neu connecten. Ich hab die Connection verloren. Nein. Da drauf, Mensch. So, und da drauf. Und einschalten. Müsste reichen. Jo, perfekt. Ja, wir sind fortgeschritten jetzt. Thank you, child. I have finished preparing your vessel. Oh. Now hear my advice. Okay. A new world awaits you, full of dangers and mysteries, signs and wonders. Things that I in my garden could never have imagined. In that world you will have to be careful and smart. And curious. But above all else, you will have to be human. Oh, okay. Einer dramatischen Pause. Apropos dramatische Pausen. Genau. Die kleine Maus soll ja von mir. Die werden sie anpassen können. Jul, apropos Pause, ne? Ich mache dann erstmal ein kleines Päuschen, wenn auch weniger dramatisch, aber schlicht und ergreifend, ne? Also denn, bye bye, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Edgeshark, lasst es euch gut gehen und falls es euch gefallen hat,
dann liken, ne? Bis da ja. Bis dann.